Der erste Redner in dieser Debatte ist Manfred Eibl von den Freien Wählern. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Automobilbranche in Bayern, eine der tragenden Wirtschaftssäulen, steht derzeit vor umfänglichen, ich möchte sagen tiefgreifenden Veränderungen und auch Herausforderungen. Dabei geht es aber nicht nur um die Hersteller an sich, sondern um die Vielzahl der mittelständischen Zulieferunternehmen, die oftmals in ländlichen Räumen angesiedelt sind und intensiv an der Wertschöpfungskette mitbeteiligt sind. Wir alle wissen, welche Entwicklungen ländliche Räume in den vergangenen Jahren erlebt haben, gerade vom Vorteil resultierend der Fahrzeugindustrie. Es gibt doch aber auch aktuell zahlreiche Problemstellungen. Der schwerwiegende Imageschaden, der durch die Abgasmanipulationen entstanden ist, war hausgemacht und ist in keinster Art und Weise zu entschuldigen. Verantwortlich dafür waren jedoch nicht die Vielzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern einige wenige Konzernverantwortliche. Die Diskussion um Problematik in Bezug auf Stickoxidgrenzwerte mit der daraus resultierenden Grundsatzdiskussion über die Dieseltechnik und die einhergehenden Fahrverbote war das andere Thema. Der drohende harte Brexit, der vor allem BMW und hier Niederbayern betreffen wird und zahlreiche Arbeitsplätze bedroht sind, das weitere Thema. Und weil es noch nicht schon genug ist, seit letztem Wochenende die Ankündigung des US-Präsidenten, europäische und damit bayerische Fahrzeuge gefährden seine innere Sicherheit im Land, um damit eines vorauszusetzen, Strafzölle auf europäische und damit auch bayerische Auto in einer Größenordnung von bis zu 25% erheben zu dürfen. Analysten befürchten hierfür Exportrückgänge bis zu 50%. All dies setzt die Automobilindustrie stark unter Druck. Hinzu kommen weitende, umfassende Veränderungen in der Branche. Sehen wir hier nur das Thema Digitalisierung, neue Antriebstechnologien, neue Mobilitätskonzepte. Die Bedeutung der Automobilwirtschaft in Bayern ist, wie ich meine, unbestritten. Mit einem Umsatzanteil von fast 30% im Jahre 2017, sprich 109 Milliarden Euro, stellte sie den größten Industriezweig in Bayern dar. In Bezug auf die Beschäftigten in der Automobilindustrie mit 205.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sprich 15,9% die zweitgrößte Industriebranche. Rechnet man die Zulieferer aus Maschinenbau, Elektrotechnik, Metall- und Kunststofftechnik hinzu, kommen weitere 200.000 Stellen mit aufaddiert. Die bayerische Automobilwirtschaft ist besonders stark, aber vom Ausland, insbesondere vom chinesischen Markt abhängig. Mit 64,4% gehen 2/3 der produzierten Fahrzeuge in den Export. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mit diesem Zahlenwerk wird einem erst einmal so richtig deutlich und bewusst, welchen Einfluss diese Preise auf die wirtschaftliche und damit ganzheitliche Entwicklung in all seinen Facetten in unserem Land hat. Die Zukunft liegt vieler Meinung nach in der Elektromobilität. Doch kommen wir hier auf ein Kernproblem, das die E-Autos betrifft, und zwar die Hochleistungsbatterien, die in Zukunft in Millionenzahlen benötigt werden. Wo werden diese herkommen, wenn bis 2030 37% der in der EU zugelassenen Auto elektrisch und 47% hybrid betrieben werden? Geschweige von den neu zu errichtenden, hochriskanten Fabriken, die daraus resultieren. Wenn die angestrebte 10-Millionen-Grenze Elektroautos gebaut werden sollen, werden alleine 383% des weltweit gewonnenen Lithiums und 43% allen Nickels benötigt. Wo werden diese Rohstoffe herkommen?
zumal China sich in den wichtigsten Schürfrechte in Afrika heute schon gesichert hat. Was möchte ich damit sagen, meine Damen und Herren? Elektrofahrzeuge sind wichtig, jedoch nach vielen Meinungen nur eine Übergangstechnologie. Aus diesem Grunde werden auch in Zukunft Verbrennungsmotoren benötigt. Benzin und Diesel müssen weiter optimiert werden, denn sie bleiben in einer Übergangszeit unverzichtbar und dürfen auch nicht kaputt geredet werden. Und liebe Damen und Herren der Grünen, das ist nicht nur meine Aussage, das ist auch ein Zitat des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann aus Baden-Württemberg. Wo liegt die Zukunft? Es wird 4 Megatrends geben. Elektrifizierung, Vernetzung, Automatisierung, Mobilitätsdienstleistungen. Dies werden die wichtigsten Neuausrichtungen der Automobilzukunft sein. Vor allem in den zentralen urbanen Bereichen. Doch die eigentliche Revolution liegt im intelligenten Verknüpfen der 4 Trends. Die Automobilindustrie gehört zu den Kernkompetenzen der bayerischen Industrie und besitzt seit langem eine erfolgreiche Tradition im Freistaat. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich Bayern kontinuierlich zu einem weltweit führenden Automobilstandort entwickelt. Die Automobilhersteller Audi, BMW wie auch der Nutzfahrzeughersteller MAN gehören zu den erfolgreichsten weltweit. Die Staatsregierung wird diesen Veränderungsprozess mit dem Pakt Zukunft Fahrzeugindustrie, der getragen wird von Unternehmen, Gewerkschaft, Politik und Gesellschaft, aktiv begleiten. Mit dem Ziel, eine klare Verkehrs- und automobilpolitische Zielvision zu entwickeln, in der ökonomische, soziale und ökologische Anforderungen langfristig und dauerhaft miteinander in Einklang gebracht werden. Denn mit einem gemeinsamen Schulterschluss mit allen am Prozess Beteiligten wird die bayerische Automobilindustrie auch weiterhin innovativ, erfolgreich und zukunftsfähig sein. Es liegt daher in der Verantwortung der bayerischen Politik, mit Anreizen, gegebenenfalls auch Einschränkungen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass die heimische Automobilindustrie den Veränderungsprozess positiv, innovativ und zukunftsfähig angehen kann. Und dies zum Wohle unseres ganzen Landes hier in Bayern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.